Bokeh tov lachem, achim v'achayot yekarim. Liebe Brüder und liebe Schwestern, wir setzen unsere Serie von Botschaften weiter fort, die tägliche Lehre über die Endzeit. In den letzten zwei Wochen haben wir eine ganze Reihe von Prophetien behandelt, die über die Zeichen der Zeit reden, in der wir leben, ob es nun die letzten Jahre heißt oder die letzten Tage oder das Ende der Zeiten. Es gibt sehr viele Prophetien, die uns in der Schrift gegeben werden, über die Zeit, in der wir leben, und es wichtig ist, dass wir sie lernen und verstehen. Aber zusammen mit dem, was ich gerade gesagt habe, dass wir lernen und verstehen sollen, ist es auch wichtig, dass wir in Erinnerung behalten, wenn wir zurückschauen, wie die Apostel die Prophetien der Endzeit verstanden haben. Wir sehen, dass sie Schwierigkeiten hatten. Sie haben nicht immer zur richtigen Zeit verstanden, was vor ihren Augen vor sich ging. Zum Beispiel in Zacharja 9, Vers 9, dort haben wir die Prophetie über den Messias, der reitend auf einem Eselfüllen einziehen wird. Als Jesus nach Jerusalem einzog, ein paar Tage vor seiner Kreuzigung, das war 5 Tage vorher, die Jünger, die ihm den Esel gebracht haben, und er ist auf ihn gesessen, dieser Einzug, wo die Menschen gerufen haben, Hosianna, Hosianna, dem Sohn Davids, diese Volksmenge, die vor und hinter ihm herging. Die Jünger haben nicht verstanden, dass das eine Erfüllung einer Prophetie von Zacharja 9 ist. Es steht uns geschrieben im Evangelium des Johannes Kapitel 12, Vers 12 bis 16, erst später haben sie verstanden, dass sie diese Prophetie erfüllt haben, zusammen mit einer ganzen Reihe von anderen Prophetien. Jesaja 53, die Kreuzigung, die ganzen Beschreibungen dort, das ist eine Schwierigkeit im Verständnis von einer Prophetie. Wenn wir zurückblicken, sehen wir, dass Menschen Schwierigkeiten hatten, es zu sehen, währenddem es geschah. Eine andere Schwierigkeit ist, dass uns in der Bibel Prophetien gegeben sind, wo manchmal zwischen einem Vers und dem anderen, zwischen einem Ereignis und dem anderen Ereignis 2000 Jahre liegen. Daniel 9 ist ein Beispiel für so etwas. Dort haben wir die Prophetie über die 70 Jahrwochen. Gott hat einen Plan festgelegt von 70 Jahrwochen. Das bedeutet 490 Jahre, die fürs Volk Israel festgelegt wurden, wobei die ersten 69 Jahrwochen sich alle erfüllt haben bis zur Erscheinung Jesu und der Zerstörung Jerusalems. Die letzte Woche, die Woche 70, wird sich erst in der Zeit des Antichristen erfüllen. Und die Distanz zwischen diesen zwei ist 2000 Jahre. Sie haben das nicht verstanden, sie konnten das nicht verstehen. Noch ein Problem in der Bibel ist, dass die Dinge uns nicht chronologisch geschrieben wurden. Dinge, die früh geschehen sollen, werden uns manchmal später geschrieben. Die Reihenfolge ist oft andersherum. Warum erwähne ich all diese Schwierigkeiten? Weil, wenn wir jetzt auf die Prophetien vorwärts schauen, da gibt es allerhand Meinungen, allerhand Gedanken, wie sich das durch die Geschichte hindurch erfüllen wird. Und das ist in Ordnung. Was uns wichtig ist, ist, dass wir zuallererst die Prophetie lernen, zu wissen, was geschrieben steht, dass wenn es geschieht und besonders wenn die Rede über Dinge ist, die für uns kritisch sind, wo wir etwas tun müssen, wo wir uns auf was vorbereiten müssen. Und wenn die Vorbereitung nur das Wissen ist, dass es kommt und wir innerlich gestärkt werden, wenn das geschieht, dann nicht überrascht sein, nicht geängstigt sein, weil Gott es im Vornherein gesagt hat und Gott ist mit uns und alles unter Kontrolle. Deshalb ist es wichtig, dass wir wissen, was geschrieben steht. Und wenn die Zeit kommt, dann werden die Verständigen es verstehen. Die, die lernen, die sich Gott nahen, die denen Gott wichtig ist, denen sein Wort wichtig ist, sie werden es verstehen. Die, die jetzt im Heiligen Geiste wandeln, die eine Verbindung mit Gott haben, die werden es verstehen. Nach dieser Einleitung möchte ich an den folgenden Morgen über eine Liste von Prophetien gehen, von Ereignissen, die in der Zeit, die vor uns liegt, geschehen wird. Und ich gebe es in der chronologischen Weise, wie ich sie heute verstehe. Die erste Prophetie, die ich denke, dass sie sich in der uns nahenden Zukunft, vielleicht auch in der nahen Zukunft erfüllen wird, das ist der Gog- und Magog-Krieg. Im Laufe der Geschichte haben allerhand Bibelausleger
den Gog und Magog-Krieg in Hesekiel 38 und 39 zusammen mit dem Harmagedon-Krieg verbunden, der in der Offenbarung beschrieben ist. Ich trenne das. Das sind zwei verschiedene Kriege, wobei der erste Krieg der Gog und Magog-Krieg ist, wo ich glaube, dass er kurz bevorsteht. Wenn man auf die Ereignisse schaut, die um uns herum geschehen, da sieht man, wie die Dinge, die Puzzleteile, ihr wisst, die Prophetie ist wie ein Bild, das man in Teile zerschnitten hat, ein Puzzle. Und wenn man anfängt, es wieder zusammenzufügen und jedes Teil an seinen Platz fällt, dann malt sich ein Bild. In der Bibel haben wir das ganze Bild und wenn wir um uns herum schauen, sehen wir die Puzzleteile, wie sie sich zusammenfügen in das ganze Bild, das die Bibel beschreibt. Gog und Magog ist die Prophetie, die ich sehe, dass sie sich in der nicht weiten Zukunft erfüllt. Und das, weil ich auf die Ereignisse schaue. Das wird ein Krieg gegen Russland sein, wie ich später beschreiben werde. Die große Macht, die von dem Norden kommen wird. Der Krieg ist auf die Gegend von Israel begrenzt, auf den Mittleren Osten. Der Krieg ist kein Weltkrieg. Wir werden die Ergebnisse sehen und darüber im Detail später. Danach der Bau des Tempels. Ein weiterer Tempel wird in Jerusalem gebaut werden. Auch über das werden wir reden und sehen, welche Prophetien uns im Detail über dieses bedeutende Ereignis berichten. Nachdem die Erscheinung des Antichristen und die Gründung seines Reiches. Der Tempel ist eine wichtige Bühne, auf die sich der Antichrist stellen wird und verkündigen wird, dass er Gott ist. Das wird die große Rebellion gegen Gott sein, gegen Jesus Christus. Und nach den 7 Jahren des Antichristen kommt Jesus vom Himmel am Ende der 7 Jahre, vernichtet den Antichristen und sein Reich und gründet das 1000-jährige Reich, das uns verheißen wurde. Es gibt viele Prophetien in der Bibel über das 1000-jährige Reich. Jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, nur um einen kleinen Geschmack zu geben. Und nach dem kommt der Übergang in die Ewigkeit, wo die Zeit, die wir heute kennen, nicht mehr sein wird. Die Geschichte der Menschen beträgt 7000 Jahre seit der Schöpfung der Welt. Wir sind heute gegen das Ende des 6. Jahrtausends, wie ich schon gesagt habe, in der Endzeit. Und dann haben wir noch 1000 Jahre von Ruhe, von Frieden, von Schabbat, der Schabbat der Erde. Kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Und nachdem das Gericht vor dem großen weißen Stuhl, wo alle Toten auferstehen werden und gerichtet werden, gemäß ihrer Taten und von dort und weiter trennen sich die Wege, diejenigen, die in das Himmelreich gehen, in den Garten Eden, die Gerechten, diejenigen, die Vergebung und Versöhnung für ihre Sünden empfangen haben, werden in Ewigkeit in die Gegenwart Gottes eingehen. Und die anderen, die in ihrer Rebellion weitergemacht haben gegen Gott und in der Sünde, werden in die Hölle geworfen, in das ewige Feuer. Das ist es im großen Ganzen in Kürze. In den nächsten Tagen werde ich tiefer auf diese Prophetien eingehen und mehr detaillieren über das, was geschehen wird. Zwischendrin gibt es noch Prophetien, die ich jetzt nicht im Einzelnen genannt habe. Wir werden auch sie durch die Gnade des Herrn erwähnen, um uns auszurüsten mit Informationen über das, was in der Zukunft geschehen wird. So wünsche ich uns allen einen weiteren gesegneten Tag. Shalom euch.